Wahrscheinlich versteht sie etwas falsch oder deutet etwas übertrieben falsch. Ist schon eine eklige Situation. Es waren ja die Äußerungen, die sie ja auch ohnehin so gemacht hat, so gegenüber den anderen Frauen dort. Dass das bei mir dann auch der Fall war, war ja klar. Nicht akzeptabel, aber es war klar. Jetzt die Frage, ob sie das auch, ob sie sich mir gegenüber so äußert. Meine Befürchtung war, dass sie sich halt so vulgär ausdrücken wird. Und es wurde übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so wenig Selbstkontrolle hat und so quasi sich nach außen präsentiert und mich damit auch mit in den Dreck zieht. Deswegen will ich Klarheit. Ich will wissen, was sie gesagt hat. Ich gönn's dir, dass du auf jeden Fall Bilder oder Videos oder was auch immer so irgendwas zu sehen oder hören bekommst. Wär schon hart, wenn nicht. Katastrophe. Ich habe auf jeden Fall Temptation unterschätzt. Ich dachte, ich komme hier, mache 2 Wochen ein bisschen Party, sonne mich, lerne neue Leute kennen und der Treue-Test ist bestanden. Und stärkt die Beziehung und wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Aber aktuell ist alles in Frage. Und das hätte ich nicht gedacht. Aber glaubst du, sie hat es auch unterschätzt? Weil sie kennt sie ja eigentlich. Also sie war ja schon mal hier und sie hatte ja auch eine negative Erfahrung. Ist ja natürlich auch schon krass zu sagen, okay, man macht es dann noch mal mit dem neuen Partner irgendwann später. Sie wurde jetzt mehrere Jahre in Folge angefragt. Und es war immer ein systematisches Nein, auf gar keinen Fall. Weil sie Angst hatte, dass die Beziehung hier zerbricht. Ich dachte mir, okay, lass uns doch diese Chance nutzen, Klarheit zu schaffen. Weil ich möchte auch, wenn es nicht klappt, keine weitere Zeit verschwenden. Sie ist 30, sie hat nur 5, 6 Jahre, damit, wo sie halt risikofreie Kinder kriegen kann. Wenn ich jetzt nicht der Richtige sein sollte, hat sie noch 5, 6 Jahre Zeit, den Richtigen kennenzulernen. Und ich möchte ihr ihre Zeit, ihre letzten Jahre, wo sie halt noch gesund Kinder in die Welt setzen kann, nicht klauen. Bauchstark. Können wir die Zeit sparen, die Energie, weil die brauche ich für mich. Ja. Wenn etwas nicht passt, dann wird die Beziehung beendet. Und dann kann jeder machen, was er möchte als Single. Ich werde Christina nicht bloßstellen, hintergehen. Sie hat das schon einmal erlitten. Ich bin nicht der, der das Gleiche macht wie der Ex-Freund, auf gar keinen Fall. Ja. Krass, was geht denn da bitte ab? Was seine Partnerin wohl dazu sagen wird? Hier geht's zum Lagerfeuer, hier rechts, da geht's zur ganzen Folge. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns.